Es ist ja, ihr Lieben, zwischendurch ganz, ganz wichtig, mal ein Gedicht von Erich Fried zu lesen. Leise, aber noch wichtiger ist es, laut zu lesen. Und man kann auch zuhören. Das geht auch. Besser ist es, selber zu lesen. Aber alles ist wichtig. Erich Fried. Unbedingt immer mal zwischendurch. Deshalb heute schon ein bisschen rübergeschwappt zum Freitag, gibt es heute ein Gedicht von ihm. Es fiel mir schon wieder schwer, das auszuwählen. Vielleicht werden es auch zwei. Wir fangen mal an mit Fragen und Antworten. Es ist schon schön genug und wichtig genug. Wo sie wohnt, Haus neben der Verzweiflung. Mit wem sie verwandt ist? Was denn, du willst wohl auch mit? Aha, die Momo will das auch mithören, aber dann musste ich hier runtergehen. Dann fangen wir noch mal an, nicht, dass wir durcheinander kommen. Erich Fried. Momo, Erich Fried, auch für dich. Fragen und Antworten. Wo sie wohnt? Im Haus neben der Verzweiflung. Mit wem sie verwandt ist? Mit dem Tod und der Angst. Wohin sie gehen wird, wenn sie geht? Niemand weiß das. Von wo sie gekommen ist? Von ganz nahe oder ganz weit. Wie lange sie bleiben wird, wenn du Glück hast, solange du lebst. Was sie von dir verlangt? Nichts. Oder alles. Was soll das heißen? Dass das ein und dasselbe ist. Was gibt sie dir? Oder auch mir dafür. Genauso viel, wie sie nimmt. Sie behält nichts zurück. Hält sie dich oder mich gefangen oder gibt sie uns frei? Es kann uns geschehen, dass sie uns die Freiheit schenkt. Frei sein von ihr, ist das gut oder schlecht? Es ist das Ärgste, was uns zustoßen kann. Was ist sie eigentlich und wie kann man sie definieren? Es heißt, dass Gott gesagt hat, dass er sie ist. Ich sag doch, das ist ganz wichtig. Zwischendurch Erich Fried zu lesen. Extrem wichtig. Nein, das andere gibt's morgen oder übermorgen. Ich habe eine lange Strecke vor, morgen und übermorgen. Also da kann es sein, dass ihr mal warten müsst. Bis dann.